Let's go. Diesmal renne ich nicht gegen die Schwerter, versprochen. Schon mal ein Improvement geschafft. Dann ist ja auch die Gnade egal bei dem Kriegsmeister, oder? So, let's go. Für Alexander, okay, gut. Für Alexander nehme ich die natürlich. Diesmal möchte ich nichts mit dem goldenen Ritter da zu tun haben. Ne, das Item habe ich ja beim letzten Run auch eingesammelt. Da war aber nicht das Item mit bei. Komischerweise. Wenn dieser Run gut läuft, werde ich den komplett auf YouTube hochladen, ungeschnitten. Wenn ich die 3 Stunden schaffe. Ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt, ihr habt. But you, I can play turning to 80. You need it to the foot. Then summon I bequeath. It will sub torrent. Treat him with. Elf Sekunden schneller. Let's go.
Soweit, so gut. Eins haben wir gelernt, lieber eine Gnade zu viel als zu wenig. Da habe ich immer Angst, dass er mich trifft, ey. Der Anfang ist schon irgendwie ein bisschen Arbeit auch, ne? So die erste Stunde ist nur Arbeit. Da hat man noch nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen. Ah, was wir noch machen müssen, ist gucken, wo der 8er Schmiedestein ist, den ich eben im letzten Run gekauft hatte. Ach, den Achter, genau, nee, man kriegt ja eine Kanalisation. Ich vergaß. Ich erinnere mich. Ich tue mich erinnern. Bei der Pilgerkirche das Blutfett nicht vergessen. Kannst du mir gleich genau sagen? Der Achter, ich meine, der war auch unten in der Kanalisation bei den zwei Hummern. Nein, war er nicht. Mit den Omenviechern. Was sind Omenviecher?
Die dicken Schwertkämpfer. Ah. Boah, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich habe gerade gar nicht im Kopf, wo der Achter war. Aber ja, kann sein, aber da ich da nicht mehr lang gehe, kriege ich den auch nicht. Ich mache ja Mock nicht mehr. Dann brauche ich das auch nicht schreiben. Wie? Ach so. Gab es den Achter nur da? Es gibt sonst keinen Achter irgendwo. Sonst gibt es nirgendwo einen Achter. Stein. Auch nicht Farum Azula irgendwo. Wo hatte ich eigentlich nochmal random den Vierer Dunkelstein geholt? Ich glaube, ich lasse diesmal die Karte einfach aus. Auf der ein Drache patrouilliert. Ah, ob der Umweg die 20.000 wert ist? Ist der Umweg 20.000 wert? Das ist die Frage. Da muss ich halt auch erstmal hinkommen, ne? Nee, kauf lieber. Ja, denke ich mir auch. Ich denke, kaufen geht schneller. Und guck mal, ich habe jetzt in dem letzten Run gar nichts in Geist, also in FP gesteckt und trotzdem habe ich alles geschafft. Also levelmäßig sollte das ja auch alles dann klar gehen. Und dieses Mal bin ich clever und laufe hier den Weg über Raya Lucaria, damit ich da direkt die Gnade aktiviere. Da muss ich nicht zweimal hin und her laufen. Ich lerne.
Erinnert ihr euch, wo ich den 4er Dunkelschmiedestein herbekommen hatte? Den hatte ich doch irgendwo aufge... Ah ja, Caelid, auf dem Weg zur Meteorklinge. Boah, ob ich das wieder finde. I doubt it. Nochmal Wrong War First Try, boah, das wäre natürlich brutal. Da würde ich aber nicht drauf setzen. Das war echt so lucky. Das glaube ich eher nicht. Kannst gerne drauf wetten, wenn du willst. Ja, super, nicht eingesammelt, ja. Perfekt. Wir können ja auch wetten. Na, das macht keinen Sinn. Das ist zu unwahrscheinlich, dass ich das wieder First Try schaffe. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht wieder am Friedhof. Ich könnte ein paar Runen gut gebrauchen. Muss ja nicht gierig sein und alle nehmen, ne? Ein paar reichen ja auch. Echt gut Zeit gut gemacht, aber ich bin auch beim letzten Run nicht einmal gestorben, ne? Als ich bei den Gräbern zu gierig war. So, ich gehe jetzt auch direkt zur Tafel runter, muss ich ja sowieso. Dann kann ich mir die Glocke, den Dolch kaufen, 3 Level in Geschicklichkeit machen und dann zur Meteorklinge. Ich liebe das, wenn der Flegel so rumfliegt.
Sieht so witzig aus. Hui. Meteorklinge, Meteorklinge da. Brauche ich die? Ich glaube, ich bin von hier aus nach unten, ne? Zur Kirche und so. Behalt die mal. Nimm die mal mit. Was war das denn? Alexander, Heiligenbrücke. Check. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig schnell gerade. Aber so richtig schnell. Nee, von hier bin ich runtergetroppt, ne? Zur Festungheit und so. Und trotzdem schon 23 Minuten. Ist so krass, oder? Ich habe noch nichts gemacht. 23 Minuten weg. Finde ich auch extrem. Gerade am Anfang dieses ganze Einsammeln und von A nach B laufen, das dauert so lang. Mal schauen, ob ich den Dunkelvierer wiederfinde. Gefunden.
6000 gespart. Boah, bin ich schnell, Alter. Fort Faro, Siegel holen und den Drachen killen. Und Dunkel 8-9. Muss das echt mal miteinander tauschen, weil ich mache erst 8-9. Hochlaufen, hattet ihr gesagt, ist schneller, ne? Nein! Scheiße, habe ich mich schon wieder vertan. Mist. Egal. Bei Haus Vulkan mache ich dann den nächsten. Auch dumm, dass er so kurze Splits überhaupt zulässt. Wer macht denn 2 Sekunden Splits? Danach geht's ja eh direkt zu Ichi. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich gleich die Ratte tötet.
Und hier ist noch eine Rune. Hat dir gesagt. Ja, das stimmt sogar. Das boostet auch nochmal richtig gut rein. Eine Blutung noch. Ich habe nichts vergessen, oder Leute? Bisher? Nichts vergessen bisher. Ach man, wieder nur 50 oder so, die fehlen. Als ob ich sonst nichts hab. Scheiße.
Ich hoffe, ich kriege hier nochmal irgendein... Ah ja, unten gibt es ja nochmal eine Goldrune. Perfekt. Da kann ich nochmal ein Level machen. Das ist perfekt. Na klar. Wahrscheinlich sterbe ich hier noch, ne? Na klar doch. Na klar doch. 5 Hunde. Komm, nochmal. Nochmal. Danke. Den Split hatte ich gemacht bei der Gnade von Haus Vulkan, ne? Ich muss jetzt den Dolch auch gleich anziehen. Der Sprung ist echt mies. Kann aber auch daran liegen, dass ich gerade große Last hatte, keine Ahnung. Ging ja viel schneller. Ich glaube, dafür hat sich der Dolch auf jeden Fall gelohnt, oder? Wieder First Try Sprung. Vier Minuten.
So, Wrong Port. Das hat echt Zeit gespart, ne? Und es hat keine Zeit gekostet, ihn zu kaufen, weil ich ja sowieso einkaufen gehe für die Glocke. Und daher, perfekto. Diese karianische Rüstung, kann es sein, dass sie voll die krassen Magie-Verteidigungswerte hat? Weil das Feuer hat fast gar nichts abgezogen. Magie, ja, Feuer eher nicht. Krass. Hätte ich jetzt gedacht. Aber vielleicht denke ich das auch nur, weil ich das letzte Mal hier komplett nackt lang gelaufen bin. Boah, wenn das jetzt wieder First Try wird, ne, das wäre so krass. Ich glaube aber, wir haben hier zwischen irgendwas gemacht. Sind wir hier irgendwie zur Festung Hyde gegangen oder so? Das kann nicht sein, dass ich. Oder habe ich vergessen, den Split zu drücken? Das kann auch sein. Ne, habe ich nicht vergessen, den habe ich gemacht. Irgendwas haben wir noch zwischendurch gemacht. Festung Hyde muss ich noch. Weiß gerade gar nicht. Fehlt noch irgendwas? Haben wir Haus Karia? Ne, habe ich auch später gemacht. Kann ich sagen, dass ich 15 Minuten schneller bin in dem Split. Irgendwas habe ich gemacht. Ich glaube echt, Festung Hyde hatte ich gemacht noch, ne? Der hat sich gut angefühlt. Alter Falter. Wieder First Try. Skoppel, sei mir ehrlich, hättest du auf Ja oder hättest du auf Nein getippt? Auf Ja? Aber ich höre gar nicht auf den Sound. Ich mache das echt einfach nach Gefühl. Muscle Memory. Gehe ich diesmal Risk direkt durch? Ich hätte irgendwie Bock einfach direkt durch.
Ha, rechts angetäuscht, links vorbeigegangen. So nämlich. Ich glaube, ich mache als nächstes noch Festung Hyde, dann habe ich das auch schon mal hinter mir. Sag mal, es fehlt mir doch nichts, oder Besonderes? Die Gnade für Radan. Ja, habe ich. Da habe ich den Split ja gemacht. Ein Dunkelschmiedestein 7 habe ich, ne? Oder? Dir fällt sonst nichts ein? Mir auch nicht. Nur Festung Hyde. Krass, bin ich so gut in der Zeit? Crazy. Da mache ich jetzt Festung Hyde und dann gehe ich zu Margit. Crazy. Die Kirche muss ich noch. Festung Hyde. Mir fällt auch nichts ein. Alexander! Alexander fehlt. Den habe ich mit einem plus 9 gemacht. Okay. Ja gut, das habe ich ihn jetzt gemacht. Habe ich mir ja später Zeit gespart.
Gibt's nicht auch bei Festung Hyde eine Gnade? Ich meine schon, oder? Unten am Fuße des Berges gibt's eine Gnade. Die wäre vielleicht auch später für den Nokron-Eingang schneller. Nicht wahr? Da ist er. Da ist er doch. Von hier aus schneller, oder? Ja. Ich habe Blut geleckt. Ich will unter die 3 Stunden kommen. Wrong Port First Try, sehr gut. Aus Vulkansprung. Dreck geschafft. Ich habe schon gut Zeit gespart. Ich bin echt gut dabei. Bin richtig heiß. Das Einzige, was ein. Also eigentlich kann nur Radan schief gehen. Dass ich Radan viele Versuche brauche. Was will der denn jetzt von mir? So, jetzt Margit. Waffe auf plus 9 und Margit. Margit Gottschrick. Und dann geht's schon zum Aufzug. Mir fehlt bestimmt irgendein Stein. Irgendein Steinchen fehlt mir. Mir fehlt gar nichts. Geil, let's go. Margit First Try. Ey, ich hab doch im ersten Run, hatte ich da nicht auch Margit First Try? Ja, bin ich. Ich bin abgekratzt bei dem Doppelkatana-Gedöns, glaube ich. Und auch bei Eoshai Zier, da bin ich, glaube ich, auch abgekratzt.
Ob die Alexander-Scherbe so schwer ist. Nee, aber du bist auch mal nur mit der Meteorklinge verreckt. Ja? So sicher? Kann mich nicht erinnern. Aber klar, könnte sein. Könnte gut möglich sein. Jetzt, wo du es sagst. 100 pro, ja, bist du. Scheiße. Ey, ich bin immer zu früh. Alter, ich kann dreimal mich... Du kannst, wenn Godrix die zweite Phase macht, dort auf ihn zu. Okay. Ja, ich kann direkt auf ihn zu, aber dann muss ich dem Feuer doch ausweichen. Aber ja, könnte ich auch. Hast du recht. Ein richtiger Pro-Gamer würde einfach auf ihn zulaufen und dem ausweichen. Müsste ich eigentlich mal machen beim nächsten Mal. Muss nur rennen. Echt? Okay, mache ich das nächste Mal. Bin froh über jeden Verbesserungsvorschlag. Und diesmal laufe ich erst hoch zur Maid, wenn ich bei Ware war. Ja, Mann. Nehme hier schön die Gnade und wenn ich bei Ware die Maid holen muss, laufe ich da hinten einmal hoch.
So, die vier Saaten holen. Scheiße, und dann ist schon Radan. Dann ist schon Radan. Da oben ist keine Kirche, ne? Ohne Träne. Scheiße. Nimm doch. Ne, man kriegt hier nur kleine goldene Statue, aber nicht das, womit man abhauen kann. Komischerweise. Ich überlege, ob ich erst Haus Karia machen soll, damit ich vielleicht nochmal ein, zwei Level hochsteigen kann. Aber ich habe halt nicht die Mimik. Ich finde, Radan ist immer gefährlich. So early. Guck mal, eine Stunde und ich mache Radan. Was ist das denn? Da bist du normalerweise nach 30 Stunden oder so.
the festival. But now. Skoppel, Radar an First Try. Easy. Ich überlege, ob ich da einen Trick machen soll, Pelia, oder einfach auf ihn zu. Second try. Zwinker Smiley. So, jetzt Mimic runter, dann Haus Karia, dann wieder zu Mimic. Und dann geht's schon ab in die Kanalisation. Ey, wir sind schnell. Wir sind richtig schnell. Mimic. Festung Heid. Boah, guck mal, wie nah das ist. Oh, ich bin so gut. Das spart noch mal eine Minute, ich sage es euch. Das war gut. Der goldene Federtierfuß beim Mogwin auch, wird auch richtig reinschallern, ich sage es euch. Wie viel gibt der mehr? 20%, ne? Bei 400.000, das ist mal eben 80k. Das wird auch richtig gut. Das sind locker nochmal 3 Level oder so, oder 4. Ah, 3 eher. Du schaffst safe unter 3 Stunden. Wenn ich die Bosse früh lege, ja.
Wenn ich keine Probleme bei den Bossen bekomme, darfst du auch nicht vergessen, letzter Run, Malekas First Try. Götterskelpen hatte ich wieder ein bisschen Probleme. Godfrey First Try. Und Elenbeast beim dritten Versuch. Ich hatte bei Malekas und Godfrey übel Luck. Elenbeast und Götterskelpen war wieder ein bisschen scheiße. Ab jetzt noch eine Stunde? Nee, so schnell bin ich auch wieder nicht. Nee. Das überschätzt du. Ich muss noch Kanalisation, dann den ganzen Mogwin-Palast. Nee, das dauert noch ein bisschen. Eine Stunde 50. Das wäre krass. 2,5 Stunden Run, das wäre echt krass. Würde ich fühlen. Das ist ja Dunkel-5er, ne? Ich finde es so witzig, dass ich den immer wieder einfach so bekommen habe, da unten in Nokron. Aus welchen Gründen auch immer. Der hat Ultraschiss, ne? Aber Ultraschiss. Voll komisch. Ich weiß noch nicht, ob das immer passiert, deswegen habe ich den erstmal vorsichtshalber gekillt. Auch sein, dass ich sonst immer nur Luck hatte. Nein, ich bin auch so ein Monk, ey. Wieder den Fehler gemacht. Nein. Scheiße. Scheiße, Mann. Das nervt so übel.
daughter of a chap by the way. She has a glisser in her eye. Has nothing spent on trammers or the... Well, no grum I being aside, despite my design. So I'm still looking. I don't believe I do. I suppose I'll ask my certainly. I know he... I can tell. Back already. No matter. Look, I need stop, sir. I refuse to buy them. I suppose I'll ask my... I have you to... I can have... I'm as yet. But... And if the... Well, I certainly... Roderick... Wieder der Fehler. Ah, kleine Fehlerchen. Kleine Wege, die ich vorher noch lernen muss. Geisterlieder 1 und 2 muss ich mir kaufen. Kleine, aber feine Fehlerchen. Ich mache dann echt den nächsten Split erst, wenn ich in der Kanalisation fertig bin und Mox-Kette habe. Nee, Quatsch. Wenn ich Haus Karia fertig habe, mit Rani gesprochen habe, gehe ich nochmal nach Nokron. So rum war das. So rum mache ich das. Ich verliere Zeit, weil ich das verkackt habe. Egal. Hab übrigens mal nachgeschaut, und meinen Rather Tarsum würde kaufen. Mein Rather Tarsum Beutel kaufen würden nur 500 kosten. Ja, aber ich hatte ja im letzten Run wieder nur 3 Talisman Beutel. Ganz komisch. Ich konnte keinen Talisman Beutel kaufen. Wo hast du den denn gekauft? Ich hatte keine Möglichkeit einzukaufen. Im letzten Run. Ich weiß aber nicht, wieso ich den nicht kaufen konnte. Das ist das Nervige. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt dieses Mal wieder gucken soll, ob ich den kaufen kann. Bringt ja nichts.
Hä? Blut, Blut. Ein Geist kann nicht bluten. Ja, man kann den nur den kaufen, den man von der Bosnienfrau für zwei. Wenn man den nicht direkt holt, muss man den dort kaufen. Aber da du Godfrey, von dem du den letzten kriegst, nicht tötest, sondern durch einen Glitch sozusagen despawned hast, kannst du den vierten nicht bekommen. Alter, das ist aber mies, ey. Das heißt, jeder Run immer nur drei Talismane. Da ich echt erstmal mit ihren Lakaien sprechen muss, ist auch ein bisschen nervig. And it will be this doll still I look for. Ah ja, ja, ja. Der ganze schöne. Also ich glaube, ich habe Haus Karia später erst irgendwann gemacht und bin dann nochmal hierhin zurück. Deswegen hole ich die Zeit wahrscheinlich gleich auf. Wieder. Lächerlich. Das ist für die Zukunft, wenn du skilliger spielst, besser nur Mimik auf Stufe 9 und ohne karianisches Wappen. Ja, es würde auf jeden Fall ultra Zeit sparen, ne? Weil plus 10 und karianisches Wappen ist einmal komplett Haus Karia, ne? Ich glaube aber nicht, dass das was wird. Ich könnte mir höchstens vorstellen, indem ich eine andere Möglichkeit habe, eine plus 10 Geisterlilie zu bekommen. Da müsste ich mir mal anschauen, wo es alle gibt. Ich weiß, dass es in Nokron noch eine gibt. Wenn man einen Boss besiegt.
auch in so einer Truhe. Das wäre aber ein krasser Umweg, weil da müsste ich erstmal hinkommen nach Noxtella und dann da die Einzel runter. Das kommt eigentlich nicht in Frage. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich noch eine 10er bekomme. Das hier ist eigentlich schon die allereinfachste Methode, um eine zu bekommen. Und karianisches Wappen ist halt auch mega, weil ich jeden vierten Angriff, einen Angriff quasi free hab. Und das macht schon viel aus. Eigentlich brauche ich nur Aschen, die tanken, richtig. Wenn du eine andere hast, die noch mehr Leben hat als die Mimik, gib her. Ja. Ich kann dir nicht sagen, ob die besser ist. Für mich. Es ist ja eigentlich gerade das Geile bei der Mimik. Ich brauche keine FP. Das kann ich easy heilen. Über die Schilddinger, kann ich mal machen. Hast du recht. Ich schaue mir die mal an. Die Frage ist erstmal, wo gibt es die? Und dann mit Gräberlilien oder Geisterlilien. Guck mal, mit den Geisterlilien habe ich jetzt den perfekten Plan, um die Geisterlilien zu bekommen, weißt du? Wenn ich skilliger spielen würde, bräuchte ich gar keine Asche. Sagen wir es mal so, ne? Wenn ich einfach besser wäre, bräuchte ich keine Asche. Blöd gesagt. Aber so ist die einzige Möglichkeit, dass ich einen Speedrun schaffe. Unter 3 Stunden. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 34. Ingame-Zeit ist sowieso immer ein bisschen weniger. Naja. Naja. Was denn? Also ich sehe keine andere Möglichkeit, dass ich einen Run alleine schaffe, ohne Mimik. Sehe ich nicht. Glaube ich nicht.
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die karianische Rüstung gefällt mir sehr gut. Easy zu kriegen und ich kann die komplett tragen, sieht geil aus und ist auch echt gut stark. So, wo ist der Brunnen nochmal? Die ganzen Glitches, die sind aber bestimmt nicht auf dem neuesten Update. Die spielen doch alle noch 1.2 oder so. Wo du jeden Boss gefühlt glitchen kannst. Godfrey und so. Mein Speedrun ist ja wenigstens auch noch Bossfights. Ich kämpfe gegen Göttersgräben, ich kämpfe gegen Malekith, ich kämpfe gegen Godfrey, ich kämpfe gegen das Elden Beast. Ganz normal, ohne Glitches. Den einzigen Glitch, den ich mache, ist eigentlich echt das mit Mogwin und dem Wrongport. Das ist das einzige, was ich glitche. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich schon ganz gut. Ich bin echt stolz auf mich, wie krass wir das jetzt hier bisher schon improved haben. Das ist gerade mein dritter Run oder so. Das wird ja noch viel, viel besser mit der Zeit wahrscheinlich. Bin ich schon zufrieden. Ja, ist ein super Speedrun. Jetzt brauchst du auch nicht Schleim. Ich bin einfach gestorben, weil ich ein Dummkopf bin. Jo, bis denn. Hau rein, Skoppel. Schönen Sonntag wünsche ich dir noch. Wieso bin ich da jetzt gestorben? Das kostet mich wieder so Zeit. Man darf ja einfach nicht springen, das war der Fehler. Ey, als ob der mich direkt damit trifft! Jetzt habe ich verkackt. Ich habe aber sowas von verkackt. Doch nicht verkackt. Alter, diese Attacke ist so krass stark. 12.000 Seelen, ciao. Ich habe aber auch kein Glück mit RNG, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, kein Problem, Billy, ja, alles gut. Schön, dass du noch da bist. Das freut mich. Wenigstens einer, der mich nicht alleine lässt.
Wieso war Vara nicht da? Muss erst eine Audienz da haben, ne? Und dann kommt er dahin. Mist, er wieder ein Weg umsonst gelaufen. Fuck, ey. Aber wieder, da habe ich wieder Verbesserungspotenzial. Einmal gestorben in der Kanalisation. Nein, sogar zweimal. Einmal hier umsonst hingelaufen. Wieder ein paar Sachen, die man verbessern kann. Da ist er. So, ANG, Mogwin. Jetzt wird's spannend. Wie lange müssen wir warten? Also der gelbe Red Bull, der schmeckt ja mal gar nicht. Version einer anderen Welt läuft, okay. Boah, das Video von heute ging ja voll ab. Krass. Das freut mich. Ich muss doch irgendwo dieses, also ich weiß nicht, wo habe ich es denn nochmal bekommen? Es kann nicht sein, dass ich hier mich immer umbringen muss. Es muss doch auch einfacher gehen. Das ging schnell. Bitte sag mir, es ist ein Abgrund. War es der dritte oder der zweite? Ist der zweite, ne? Sag mir mal gerne in den Kommentaren, wo es dieses Ding geht, wo du so machst und dann kannst du wieder nach Hause. Irgendwie, seitdem ich die Speedruns mache, weiß ich das nicht mehr. Boah, es ging wieder schnell. Was ist denn jetzt?
Finde aber auch geil bei meinem Speedrun, dass ich wahre Questline mit einbeziehe, Ranis Questline mit einbeziehe. Ist irgendwie geil. Du siehst auch ein bisschen was vom Game. Auf, hör auf, hör auf! I'm content with this a night now. This. Das kann man leider nicht überspringen. Oh, heavens. Clench your teeth or something. Mokwins Palast, let's go. Hier nehme ich auch noch mit. Aber
gab es hier nochmal? Ich vergesse es jedes Mal, genau. Fürstenrune gibt 50k. Brauche ich auf jeden Fall für meine Mimik auf plus 10. Hier gibt es schon mal eine 9er. Jetzt noch den 10er-Stein, dann Mogwin. Ich mache auf jeden Fall wieder 20 Minuten gut oder so. Es war gut, dass ich das einmal uncut hochlade, dann sieht auch jeder, wie der Mogwin-Trick geht. Ist nämlich ganz einfach. Hab ich auch gelernt. Ihr braucht Mogs Kette, dafür war ich ja in der Kanalisation extra. Müsst ihr einmal hier reingehen und den triggern. Dann wieder raus, damit ihr vor dem Nebel kommt. Soweit, so gut. Dann geht ihr ganz nach vorne und dann macht ihr einmal, zweimal, dreimal direkt in den Nebel rein. Und jetzt wird Mogwin euch nicht angreifen. Ihr könnt den angreifen, wie ihr wollt. Dürft ihr halt nur nicht die Haltung brechen. Deswegen zwischendurch immer mal kurz warten nach dem Angreifen. Ich mache mal eine Blutung und dann chill ich wieder. So, jetzt warte ich 20 bis 25 Sekunden und dann greife ich wieder an. Lieber ein bisschen zu viel warten als zu wenig, weil wenn der mich angreift, dann habe ich ein Problem. Ich gucke hier mal links auf meinen Timer, damit ich weiß, wann ich wieder angreifen kann. So, jetzt habe ich auch einen goldenen Federtierfuß mir ganz am Anfang des Runs geholt. Den werde ich gleich zünden. Kurz bevor er tot ist oder jetzt gleich schon. Mogwin. Ja, gab noch mal ein paar Seelen mehr. 120.000 Seelen mehr als normal.
Jetzt noch Halligbaum-Wappen. Schildtalisman plus 2 holen. Und eine Geisterlilie plus 8 holen. Hier vorne ist ein Achter an der Klippe. Aber hier ist auch noch eine Saat, hier nehme ich auch noch mit. Da vorne ist die Achter, Lilie. Hier ist sie. So, Mockwing geschafft. Jetzt hole ich endlich erstmal meine Waffe, ne? Ja, ein Stückchen müssen wir noch. Ein bisschen was gibt's noch zu tun. Ich gehe heute mal auf Risiko und gehe hier direkt durch. Also bin ich noch schneller als außenrum. Let's go. Perfekt.
Ein paar Runen mitnehmen, warum nicht? Gleich Shapiris Kummer drauf machen für die Mimik. Das ist besser. So, meine 6er Rune, die brauche ich. Bin ich schon fast da. Hoffe, ich krieg die First Try. Und dann direkt zu den Gargoyles. Die werde ich auch auf jeden Fall First Try schaffen. Dann schnell eine Tiefe von Tiefurt, die Geisterlilien 6-7 und dann geht's direkt zu den Götterskalpen. Dann wird's noch ein Boss Rush Mode. Mann, ist das eine lange Treppe. Kannst jetzt mal fallen? Die fällt doch sonst immer.
Aha. Geht doch. Ich hoffe, ich habe alles berechnet und ich habe jetzt auch alle Dunkelschmiedesteine. Gargoyles, wo seid ihr? Bestie besiegt. Katze schmeiße ich hier und will ein bisschen gekuschelt werden. Jetzt keine Zeit. Ja. Kann es sein, dass mein irgendein Talisman von mir voll schwer ist? Aua. Schnauze.
Boah, ich hoffe, ich habe diesmal genug Seelen für meine Mimik. Mist, aber ich habe so viele Fürstenseelen und so. Die werde ich gleich alle zünden. Und das muss dann reichen. Die brauche ich nicht. Hä? Hä, wo bin ich? Ah ja, okay. Ne, geh weg. Für dich habe ich gar keine Zeit. So, hier kommt jetzt gleich die 6er Lilie. Hier links. Zack. Und da vorne ist die 7er. So, jetzt Götterskalpen. Sieht bis jetzt gut aus, ne? Ja, wenn ich jetzt die Bosse alle schnell gekillt bekomme, sieht es echt sehr gut aus. Ich habe auch nichts vergessen, oder? Nee. Glaub nicht. Ich war schön sparsam mit meinen ganzen Runen. Immer noch große Last. Scheiße, scheiße, scheiße. Muss ich gleich nochmal ein bisschen was in Kondition packen. So, Götterskalpen. Ich habe 30.000. Alter, wie hat er mich denn hier eingekesselt? Fuck.
Immerhin beim zweiten Versuch. Das nervt mich schon wieder, weil das beim ersten Versuch nicht direkt geklappt hat, ne? Aber ohne Feuertalisman plus 2 geschafft. Auch gut. Danke, Bilja. Ohne den Feuertalisman. Geht doch. Jetzt ist es eh im Boss-Rush-Modus, weißt du? Doof ist halt echt nur diese drei Talismane. Vier wäre schon echt gut, aber kostet halt so viel Zeit, den vierten zu holen. Na klar, renn einfach dagegen. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es überhaupt nötig ist, dieses Turtle-Schild zu holen. Weil von der Ausdauer-Regeneration spüre ich erstens nichts und zweitens benutze ich das halt bei den schweren Bossfights, hier zum Beispiel, gar nicht mehr. Weil ich es nicht brauche. Ist die Frage, ob ich das überhaupt noch brauche. Weil ich das mir nicht sparen kann, weißt du? Boah, nur ein Quit-Out, sehr gut. Alter. Alter. Das ist scheiße. Sorry, so wie es ist. Das ist aber richtig scheiße. Boah, Mann! Wieso gehen die mir so auf den Sack? Weiß auch nicht, wie auf die Idee gekommen ist, da einen Drachen hinzuplatzieren, der Blitze macht und dann da 10.000 Vögel, die dich angreifen. Ey, die treffen halt auch immer, ne? Gefühl treffen die einfach immer.
gefühlt noch nie hier. Hey, das gibt's nicht. Gefühlt noch nie hier gestorben und dann sterbe ich hier bei so einem guten Run. So, wieder. Alter! Das gibt. Boah. Zweimal da gestorben. Das macht mich gerade so ultra sauer. So ultra sauer. Truhen auch weg. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so sauer war. Ey, diese fucking Vögel, Mann. Unglaublich. Jeden beschissenen Run komme ich hier durch, ohne Probleme. Ohne Quitouts übrigens sogar. Na klar. Na klar. Na klar. Na klar, noch ein. Warum nicht? Unglaublich. Über 3 Minuten verloren deswegen. Mehr sogar, ich muss ja auch Malekith erstmal jetzt killen. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich Malekith vielleicht nicht First Try mache, aber da ich bei diesem fucking Vögel, also bei diesem Eingegner, also dass ich da zweimal sterbe, das hätte ich echt nicht gedacht. Fünf Minuten verloren, wenn hier sind zwei Kills. Sauer bin ich. Richtig sauer.
Aber mit der Waffe Malekith ist immer First Strike. Das ist schon mal sehr befriedigend. Ich überlege, wie oft ich da mit diesem Doppelkatana und so gestorben bin. Unglaublich. Der Loser noch. Fünfundzwanzig fehlen mir. Wie witzig. 25 Runen zum nächsten Level. Perfekt. Die Gnade kann ich mir eigentlich auch schenken, weil da oben ist ja eine Marika-Statue. Das kostet mich nur Zeit, die zu aktivieren. Scheiße. Mann, die ersten 70% des Runs waren übel gut. Hier und da ein paar kleine Fehlerchen. Und jetzt ste. Wie? Da ist doch keine Mare. Ach. Ja, so lernt man, ne? So lernt man. Ich dachte, der wäre ein Marek-Abfall. Aber anscheinend, wenn die Asche zur Hauptstadt, die Hauptstadt zur Asche wird, gibt es ja keinen Marika-Pfahl mehr. Perfekto. Mann, 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 Mann. Und ich dachte, ich spare mir hier Zeit. Nö. Hat mich jetzt schön noch mal eine Minute gekostet. Zudem, dass ich gestorben bin. Toll. Ich meine, wir sind weit unter 3 Stunden, was ich absolut geistesgestört finde. Aber
Das nervt mich trotzdem. Der ist ja komplett geistgestört. 2,30 ist drin. Wir sind bei 2,25. Müsste ich Elden Beast jetzt First Try machen. Da müsste ich Elden Beast jetzt First Try machen. Ups. Ich habe keinen Runenbogen. Krass. Ich dachte, ich hätte einen Runenbogen. Sieht ganz schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Vielleicht so, wie es ist. Nein. Bogen oder? Ja, Bogen.
Wieso habe ich eigentlich nur 4 Tränen, wenn ich sonst immer 6 habe? Nicht gut. Radagon war schon nicht gut, der erste Cycle. Dann war ich gerade ein bisschen zu cocky, ja. Mann, die letzten, also Göttersgelben okay, aber Godfrey gestorben und bei auf dem Weg zu Malekith zweimal gestorben, das nervt mich übel. Na klar. Ah, da könnte ich eigentlich direkt neu anfangen. Ja, danke. Direkt neu anfangen. Er guckt zur Mimik und greift mich an. Muss auch nicht verstehen. Ach Mann, die Schläge müssen echt nicht sein. Nichts mehr zu heilen. Wieder eine richtig scheiß erste Runde. Ich verliere gerade so viel Zeit an dieser Scheiße. Ja, das wird noch, aber was soll das denn? Ach Mann.
Unglaublich.4000 mit dem ersten Combo. Mehr geht nicht.
unter 3 Stunden, aber richtig unsatisfying. 2 Stunden 40. Danke dir, aber Mann, ich könnte nochmal 20 Minuten schneller sein. So dumm gestorben am Ende. So richtig dumm gestorben am Ende. Mann, ey. Ja. Like das Video, lasst gerne einen Kommentar da, ob euch sowas gefällt. Boah, ich bin so gebrochen, ich könnte so viel schneller sein. Ja, 2:30. Ich könnte noch schneller sein. Ich bin zum Weg zu Malekis auch 2-mal gestorben. Ich bin Götterskalpen du 1-mal gestorben. Ich bin hier und da 1-mal falsch gelaufen. Also ich könnte knapp über 2 Stunden sogar kommen, wenn ich richtig schnell bin. Ja, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Boah, das...